Hallo Leute und willkommen auch hier auf dem Kanal noch zu einer kleinen Meldung, so zur späteren Stunde. Ich nehme die jetzt wieder vor dem Vlog auf, aber lade sie dann erst danach hoch. Ihr kennt ja das Spiel, ich muss nämlich noch ein Vorschaubild dafür basteln. Aber sie bezieht sich auf eine Meldung, die im gestrigen Vlog, in der Nummer 1500, muss ich kurz nachschauen, in der Nummer 1506 eins der Hauptthemen war, nämlich die Grünen in Brandenburg, die offenbar pleite sind. Ja, was macht man so als Grünling, nachdem man aus dem Parlament gekegelt wurde, weil man offensichtlich die Wähler nicht mehr von sich überzeugen konnte? Ja klar, man geht betteln. Kein Witz. Am heutigen, mittlerweile gestrigen Mittwoch, wenn ihr das Video seht, wurde im Brandenburgistaner Landtag eine sogenannte Finanzhilfe besprochen, um dafür zu sorgen, dass die Grünlinge für die nächsten 2 bis 3 Monate erstmal weiterhin für die Gehälter ihrer Angestellten aufkommen können, damit die nicht von heute auf morgen auf der Straße sitzen. Wenn man jetzt meint, naja, was wird denn so ein Aushilfsmitarbeiter an so einem grünen Wahlbüro großartig verdienen, ein Wahlkreisbüro großartig verdienen, das kann ja nicht allzu teuer sein. Ja, brauchen sie vielleicht pro Person 1000 Euro oder so. Nee, wir wollen 300.000 Euro haben. Angeblich hätten sie ja 20 Mitarbeiter und dann nochmal 30 Leute aus irgendwelchen Büros und sie wissen nicht so richtig, wie sie die da mit Abfindungen versorgen sollen ohne diese Finanzspritze. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die Grünlinge sind nicht die einzige Partei, die jetzt nach der Wahl nicht mehr im Brandenburger Landtag vertreten ist. Es hat auch die Linken betroffen und die Freien Wähler. Aber surprise, surprise, kein anderer der beiden hat ein ähnliches Problem. Die Freien Wähler haben sich sogar zu Wort gemeldet, da wurde gesagt, naja, die haben vorgesorgt, die haben Rücklagen. Also die sehen es jetzt nicht ein, warum man da betteln sollte. Von Seiten der AfD gab es völlig zu Recht Kritik. Da wurde nämlich darauf hingewiesen, ja, sind ja nur die Steuergelder der Leute, da kann man ja ruhig mal die Hand aufhalten. Ich habe jetzt etwas frei zitiert, aber ihr könnt gerne den Artikel in der Weltzeitung durchlesen. Da sind die Zitate im Wortlaut abgedruckt. Warum habe ich das erwähnt? Ja, ganz einfach. Von 3 Parteien, die rausgesegelt sind, kommt jetzt nur einer um die Ecke und sagt, wir wollen nicht, dass unsere Leute von heute auf morgen auf der Straße stehen. Liebe Grünen, die anderen beiden jetzt nicht mehr vorhandenen Fraktionen haben es doch auch hinbekommen. Warum habt ihr dann offensichtlich so eine Misswirtschaft betrieben, dass ihr eben nicht darauf vorbereitet wart, eure eigenen Angestellten auch aus eigener Tasche zu finanzieren? Habt ihr vielleicht von Anfang an zu viele eingestellt, dass euch das Ganze über den Kopf gewachsen ist? Dann könnte man mal hinterfragen, sollten da Parteisoldaten auf Versorgungsposten geschoben werden? Wenn dem nicht so ist, es war über Monate hinweg durchaus absehbar, dass die Wahlergebnisse in diesem Jahr wohl nicht zugunsten der Grünen ausgehen werden. Ihr habt damit rechnen müssen, dass ihr möglicherweise aus dem Parlament fliegt, wegen der völlig gegen die Wand laufenden Bundespolitik eurer Partei. Jetzt nach der Wahl, also davon zu sprechen, wo schon im Vorfeld klar war, die 5%, das könnte kritisch werden, dass ihr ja nicht von heute auf morgen die Mitarbeiter entlassen könnt. Also es tut mir leid, es ist nicht von heute auf morgen, das hat sich mindestens ein halbes Jahr im Vorfeld schon angekündigt gehabt im Wahlkampf und da hättet ihr entsprechende Maßnahmen für treffen können, dass eure Leute eben nicht auf der Straße stehen. Zumal das ja auch moralisch etwas merkwürdig ist, denn wir haben uns ja auch im Vlog schon dazu ausgetauscht, dass als von heute auf morgen plötzlich eine Nancy entschieden hat, einen ganzen Verlag zu verbieten und dessen Mitarbeiter nicht mehr bezahlt werden konnten, weil das Verlagsvermögen temporär eingefroren wurde, Stichwort Kompakt, mittlerweile alles rückgängig gemacht, weil Nancy das nicht hätte tun dürfen. Hauptverfahren kommt zwar noch, aber im Eilverfahren hat Kompakt bereits gewonnen. Da gab es eher Zynismus zu hören. Da hat sich, so wie ich das mitbekommen habe, von den jetzt bettelnden Grünen, mag sein, dass ich was übersehen habe, aber an mich ist es nicht herangedrungen, da hat sich von den jetzt bettelnden Grünen meines Wissens nach keiner hingestellt und gesagt, ja, wir können doch aber die Mitarbeiter des Verlags, des Publizisten nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen. Das war denen völlig egal. Aber jetzt wird geweint, ja, wir wollen unsere Leute nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Das eine ist eben das eine und das andere, nicht wahr? Aber jetzt kommen wir zur neuen Entwicklung, denn das haben wir gestern im Vlog schon besprochen, soweit. Natürlich wurde es heute im Brandenburgistanischen Landtag durchgewunken. Es war die AfD dagegen gestimmt. Auch andere Fraktionen haben mal kritisch nachgefragt, warum braucht ihr ausgerechnet die Moneten? Aber trotzdem wurde mit Mehrheit beschlossen, dass diese Zuwendung, diese Finanzspritze natürlich an die Grünen fließen soll. Ja, interessant. Jetzt könnte man fast sagen, die eine Krähe hackt der anderen und Punkt, Punkt, Punkt. Man hat noch versucht zu argumentieren, es wäre ja auch nicht der einzige Fall oder nicht der erste Fall, dass so eine Finanzhilfe beantragt wird. Das hätte ja schon mal einen Freien Wählerkandidaten betroffen, der seine Fraktion verlassen hat. Ja, das mag sein, dass der da auch mal kurzzeitig
also als die Freien Wähler dann ihren Fraktionsstatus verloren haben und zur Gruppe geworden sind. Da wurde wohl auch ein Antrag gestellt. So rum, jetzt habe ich meinen Satzanfang mal wieder vergessen. Aber da muss man eben dazu sagen, es war wirklich ein unvorhergesehenes Ereignis. Da ist jemand von jetzt auf gleich ausgetreten, hat die Fraktionen im Vorfeld möglicherweise nicht informiert. Die konnten sich also nicht darauf vorbereiten. Die haben dann ihren Fraktionsstatus verloren, damit gewisse finanzielle Privilegien und sind dann zu einer Gruppe geworden. Dass die irgendwie das abfedern mussten, kann ich nachvollziehen. Und da wird es wohl auch nicht um 300.000 Euro gegangen sein. Das waren meines Wissens nach deutlich geringere Summen, auch wenn ich es mir jetzt nicht notiert habe. Aber das wurde beinahe so angebracht im entsprechenden Artikel, um zu sagen, ja, die Grünen sind ja nicht die Einzigen diesmal. Ja, die Grünen sind aktuell schon die Einzigen, die so dermaßen dreist sind, auf ein vorhersehbares Wahlergebnis mit Bettelei zu reagieren und zu versuchen, die Tränendrüse zu drücken. Von wegen, ja, aber denkt doch an die Angestellten und die Familien und die haben doch Kinder. Wir können sie doch nicht von jetzt auf gleich auf die Straße setzen. Ja, nochmal, ihr hättet euch darauf vorbereiten können und müssen. Das wäre eure Verantwortung als Arbeitgeber gewesen. Die Chance hätte bestanden. Und wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, der Steuerzahler soll mal dafür aufkommen, dass wir uns da das grüne Imperium hochgezogen haben und jetzt eben jenes in sich zusammengekracht ist, das ist perfide ohne Ende, aber das zeigt wundervoll die Mentalität der Grünen, so nach dem Motto, wir wälzen die Verantwortung einfach auf alle anderen ab. Solange es dazu läuft, wie wir das wollen, ist alles schick. Und wenn es dann krachen geht, ja, kümmert euch mal drum, liebe Steuerzahler. Sind unsere Angestellten, die müssen doch versorgt werden. Die können doch nicht jetzt plötzlich auf der Straße landen. Da müsst ihr doch Mitgefühl für haben. Also so in die Richtung scheint es sich das zu bewegen. Ja, da stellt sich mir zusehends die Frage, gibt es noch irgendjemanden in Brandenburg oder sonstigen Bundesländern in diesem Land, der Mitleid mit den aus dem Parlament gesegelten Grünlingen hat? Ich hatte es nie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es mag ja auch den ein oder anderen Grünling-Fan geben. Wenn die sich nun aber hinstellt im Nachgang, ihre Verantwortung für ihre Angestellten auf die Allgemeinheit abwälzen wollen und dann auch noch ja, die große Klappe haben, jetzt ganz platt ausgedrückt, wenn man sich so den Ablauf der Debatten anschaut, ja, dann fällt es schon immer schwieriger, da irgendwie noch so ein klein wenig eine Tüte Mitleid aus dem Schrank zu holen. Das dürfte selbst den überzeugtesten Grünlinks-Fanatikern irgendwann mal so gehen. Denn da sieht man wundervoll in einer Nussschale, an einem ganz praktischen Beispiel zusammengefasst, wie die Problemlösungskompetenz der Grünen so funktioniert. Nach uns die Sintflut. Ja, wenn das eben nicht so klappt, wie unsere Ideologie das gern hätte, dann sollen die, die uns nicht gewählt haben, zumindest für uns zahlen müssen. Oh, schön, interessante Einstellung, dass man sich da nicht für schämt. Aber offensichtlich nicht, sonst hätte man ja keine 300.000 Euro haben wollen. Kurz mal sacken lassen. Die Gehälter dürfen übrigens maximal auf Steuerzahlerkosten 2 bis 3 Monate weitergezahlt werden. Also es ist tatsächlich so vorgesehen, dass wenn da jetzt plötzlich unerwartete Leute auf der Straße landen, dass es abgefedert werden kann. Aber 300.000 Euro für 20 Mitarbeiter für 2 bis 3 Monate. Ah, sie wollen ja noch die 30 da von ihren Wahlkreisbüros. Vielleicht weniger Leute einstellen, Fragezeichen. Hat ein gewisses Geschmäckle, wie wenn Firmen, die auf ideologische Propagandafeldzüge hereingefallen sind und beispielsweise ganze Werke hochgezogen haben, um irgendwas jetzt im Sinne der Politik zu tun, Stichwort Elektrogondeln, wenn die da ohne Ende Personal eingestellt haben, jetzt festgestellt haben, oh, das läuft ja überhaupt nicht, das Geschäft, es gibt ja gar keinen echten Markt und das jetzt wieder abbauen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Erst hochgezogen, dann bereinigt sich das wieder und dann müssen sie die Leute wieder entlassen. Das ist relativ normal, hätten sie gar nicht erst einstellen müssen, war absehbar, dass es nichts wird. Und bei den Grünen kann man das fast drauf übertragen. Nur, dass die Grünen jetzt nicht unbedingt in der Wirtschaft aktiv sind und auch keine sonderlich große wirtschaftliche Kompetenz aufweisen. Aber die hätten vielleicht auch von Anfang an weniger Leute einstellen sollen. Stellt sich doch die Frage, warum haben sie die eingestellt? Haben sie die überhaupt gebraucht? Oder ging es da nur darum, Versorgung auf Steuerzahlerkosten zu gewährleisten? Naja, das sind weiterführende Fragen, die ich jetzt leider nicht beantworten kann. Von euch sicher auch keiner, wenn er nicht involviert ist in diese Vorgänge da im Brandenburger Landtag. Aber ihr seht, die Moneten, die werden fließen. So kann man es also auch machen. Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag nochmal das Geldsäckle aufmachen und so viel wie es geht noch mit raustragen aus dem Landtag. Aber jetzt schlaft erstmal gut. Ich habe übrigens heute Apfelsaft am Start, mal keinen Tee. Musste meinen Becher in die Hand nehmen, also jetzt nicht, um euch hier eins vorzutrinken, aber der Flattestent mag offenbar naturtrüben Apfelsaft. Und wenn ich meinen Becher geschehen habe, kommt ständig der Flattestent angeschlichen und versucht sich da was von zu genehmigen. Ich möchte aber ungern die Katzenzunge in meinem Getränk. Der hat frisches Wasser in der Küche stehen. Deswegen habe ich es jetzt hier die ganze Zeit in der Hand. Aber jetzt genug geplaudert. Gute Nacht euch allen und bis nach dem Schlafen. Wer es nicht gesehen hat, Vlog Nummer 1507 ist, bevor ich das Video hochgeladen habe, schon fertig geworden.
Könnt ihr also auf dem Hauptkanal noch vorbeischauen, so noch nicht geschehen. Ansonsten sehen wir uns dann am, ist ja schon Donnerstag, sehen wir uns dann nach dem Schlafen wieder. Bis dann.